I don't wanna lose my grounding, so you catch me not responding. And I press my lips together so you don't find any answer. I've been on my phone 6:30, can't be texting you this early. Hallo zu einem neuen Video. Ich freue mich gerade total auf dieses Video und bin selbst super gespannt, wie das Ganze so seinen Lauf nimmt. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich ja schon im Titel gelesen, werde ich euch heute und eventuell noch die nächsten Tage so ein bisschen mitnehmen in meiner Ausbildung und euch einfach zeigen, was ich so mache, weil es ist immer super schwierig, wenn man einfach nur erklärt, was man macht. Und jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, euch zu zeigen, wie das wirklich aussieht. Also ich kann ein bisschen im Büro filmen und ich bin wirklich super dankbar dafür, weil ich das nicht unbedingt erwartet hätte, dass ich so eine Möglichkeit bekomme. Und hoffe, ihr freut euch und könnt euch danach einfach so ein bisschen mehr was unter der Ausbildung vorstellen. Es ist bei mir ja so aufgeteilt, dass ich jede Woche Schule und Büro habe. Also montags zum Beispiel ist mein reiner Schultag, wie ihr vielleicht auch schon in meinen letzten Videos gesehen habt. Und ansonsten Donnerstag habe ich beides und an den anderen Tagen bin ich eigentlich immer im Büro. Und heute stehen auch echt coole Sachen an. Ich bin aktuell im Marketing und ich habe bisher schon verschiedene Abteilungen durchlaufen. Am Anfang habe ich erstmal so jede Abteilung ganz kurz kennengelernt. Dann war ich im Marketing, dann im Verkauf, dann in der Vermietung und im Backoffice. Und jetzt bin ich seit 2 Monaten im Marketing und aktuell mache ich tatsächlich die Urlaubsvertretung. Das heißt, wir sind gerade nur zu zweit anstatt zu dritt im Marketing. Heute steht was mega cooles an. Ich drehe nämlich aktuell ziemlich viele Reels für den Instagram-Account und heute machen wir so eins von einem Verkaufsobjekt. Ansonsten war ein großes Thema aktuell bei uns, dass wir eine neue Website bekommen haben. Da durfte ich dann auch noch ein bisschen mit unterstützen und wir saßen dann mit dem Marketing zusammen und haben halt überlegt, was die Dinge sind, die man noch verändern kann. Das ist jetzt auch keine Kooperation oder so. Ich werde euch die Website trotzdem in der Infobox mal verlinken. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann könnt ihr euch nämlich nochmal einfach was über das Unternehmen anschauen, weil ich bekomme tatsächlich echt viele Fragen dazu und ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein paar von diesen Fragen beantworten kann. Es ist einfach so nice Wetter heute, das ist wirklich perfekt. Weil, wenn ich dieses Reel drehen möchte, ist es natürlich mega wichtig, dass auch das Wetter da mitspielt. Das hier ist jetzt aktuell mein Büro. Ich sitze hier drüben und Maya sitzt hier. Die wird wahrscheinlich später auch nochmal im Video zu sehen sein. Not once did speak to me when tides came, did not flee. Als erstes mache ich jetzt meinen Prozedereordner weiter und somit meine Hauptaufgabe, das alles, was ich erklärt bekomme. Dafür mache ich so einen Leitfaden und die kann ich dann alle hier in den Ordner machen und das ist halt auch voll gut, dass wenn später mal jemand ins Marketing dazukommt, dass es dann so einen Ordner gibt und man, wenn man irgendwelche Dinge nicht versteht oder irgendeinen Ablauf noch nicht kann, kann man sich einfach an den orientieren. Und hier habe ich schon einige fürs Marketing und auch fürs Online-Marketing gemacht. Dann gehe ich die halt immer noch mit den jeweiligen Personen durch und jetzt muss ich noch ein paar Punkte ergänzen. Und das mache ich jetzt erstmal. That each spoke the same, had the same dreams, same pain and same feelings, staring at the sea and what was left of me. Wir hatten jetzt heute Morgen schon 2 Meetings. Einmal ging es um den aktuellen Stand aus dem Verkauf und danach haben wir einfach über Marketing gesprochen für eins unserer Projekte. Und ich war tatsächlich gestern dort und habe ein paar Fotos gemacht und die sehen wirklich richtig cool aus. Ich habe den Sonnenuntergang perfekt mit draufnehmen können. Hier sieht man das Projekt und die stelle ich jetzt dem Verkauf ein, dass der die dann auch verwenden kann, dass die das an Kunden weitergeben können, weil das sieht richtig, richtig cool aus.
Genau, also das wird jetzt meine nächste Aufgabe sein. Und dann werde ich auch erstmal in die Mittagspause gehen. Und heute Nachmittag steht dann das Reel an, von dem ich heute Morgen kurz erzählt habe. Wir sind jetzt hier bei einem Objekt und wir schauen uns jetzt die Wohnung an, für die wir heute das Reel drehen. Ach, cool. Ups, ich dachte gerade, es geht noch deutlich weiter. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Loose laughter softens up tension in my shoulder. Let's take a walk. Let's go. Ich bin jetzt wieder zurück im Büro und setze mich jetzt direkt mal an das Schneiden vom Reel. Es sind echt, glaube ich, ein paar coole Videos dabei rumgekommen. Und dann kann ich euch danach auch einfach mal das finale Ergebnis nochmal einblenden. I got my head out this sunroof. I'm blasting my favorite tunes. Es ist jetzt Mittwoch. Ich werde euch heute auch nochmal mitnehmen und den Tag über berichten, was ich alles so mache. Das Coole ist heute, dass wir auch den ganzen Nachmittag unterwegs sind, weil Anna May und ich, also sie macht ja auch die Ausbildung dort, wir fahren heute dann zur Baustelle von dem neuen Projekt und schauen uns da so ein bisschen um. Ich habe mich jetzt die letzten 2 Wochen schon so ein bisschen damit beschäftigt, wie die Makro- und Mikrolage ist, also wie halt so die Umgebung ist, wie die Infrastruktur ist. Und das werden wir uns heute halt vor Ort mal anschauen. Heute Vormittag zeige ich euch auch noch kurz was im Büro. Das ist jetzt aktuell so der Plan für den Tag heute. Und gestern ist noch einiges auch passiert. Wir haben uns noch um ein paar Sachen gekümmert, weil ja gerade dann die Homepage erst letzte Woche gelauncht ist. Aber ich freue mich sehr auf den Tag, um euch mitzunehmen. Und mache mich jetzt erstmal auf den Weg ins Büro. I want to talk to you. Not now, later. You never wanna pick up. Hier unten sind unsere Lebenswelten. Ich bin hier gerade mit Maya aus dem Marketing. Und wir müssen jetzt nochmal hier Bilder aufhängen. Aber ich zeige euch gleich auch nochmal die einzelnen Räume. You never wanna do the things that are inconvenient. Ach, please. You say you're gonna put- Es ist halt wirklich mega das coole Konzept und hier haben wir auch noch eine Showküche. Vor Corona waren hier auch noch einige echt coole Events und da ist sowas natürlich extrem praktisch. Hier haben wir dann zum Beispiel die verschiedenen Projekte und die haben halt Räume, in denen dann die Kunden beraten werden können. Oder hier sind dann auch die Bilder, die ich ja eben schon gezeigt habe. Das hier ist zum Beispiel auch der Raum für das Projekt, wo ich euch gestern die Bilder gezeigt habe, die ich da beim Sonnenuntergang gemacht habe. Da sieht man es auch gerade schon. Hier ist dann auch noch ein Tischkicker und hier auch überall so Sitzecken. Hier werden auch manchmal Mietverträge unterschrieben und dann kann man noch hier rüber gehen. Und hier ist auch das eine Bad, ist so cool. Also schaut euch das mal an. Hier haben wir jetzt eben die Bilder noch aufgehangen und dann haben wir hier noch einen Besprechungsraum. Oben ist auch einer. Und wenn der oben voll ist, können wir halt auch hier unten hingehen. Das ist dann der Showroom vom Projekt Nordecht. Und hier haben wir auch noch extra so ein Modell. Und da kann man halt richtig gut dann dem Kunden erklären, um welche Wohnung es geht. Da drüben sind dann zum Beispiel auch die Grundrisse. Und hier kann man dann auch noch die Ausstattung von dem Projekt sehen und zwischen was man sich dann entscheiden kann. Also zum Beispiel auch die verschiedenen Holzböden oder hier die verschiedenen Fliesen. Da gibt es dann mehrere zur Auswahl. Und hier kommt bald was Neues rein. Und dann haben wir hier unten auch noch die Küche. Hier mache ich zum Beispiel meistens Mittagspause. Und dann haben wir hier auch noch den großen Tisch, an dem wir alle essen können. Das war jetzt eigentlich auch schon die Tour von den Lebenswelten. Hier unten hatte ich auch mein Vorstellungsgespräch. Und ich weiß noch, als ich hier das erste Mal war, ich war total geflasht, weil ich das
einfach so schön finde. Ich meine, ihr wisst auch, das Thema Einrichtung und so interessiert mich auch total. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, wie ihr das so findet. Und jetzt erledige ich gleich auch im Büro ein paar Sachen und dann fahre ich mit Anna May auch schon los. Wir sind jetzt hier gerade schon bei dem neuen Projekt und schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich habe Anna May mit dabei. Wir schauen einfach so ein bisschen nach der ganzen Umgebung, also sprich, wo die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind, wie hier die Freizeitmöglichkeiten sind, was es hier so für Ärzte gibt, wie weit man überall hinlaufen kann und wie schnell das alles funktioniert. Vor allem haben wir halt ausgetestet, wie das ist, mit der U-Bahn von Frankfurt aus hierher zu fahren. Ja, wie die Anbindung ist. Genau. Und dabei machen wir auch noch Fotos und Reels. Wir machen nur Fotos. So ein Wunderkopf. Auf die Baustelle. Die Bauarbeiter sind so witzig. Ja? Was? Ah ja! Ich bin mittlerweile zu Hause. Wir waren wirklich jetzt so viel unterwegs heute. Ich habe eben gerade schon mal geschaut. Wir sind über 10.000 Schritte gelaufen. War auf jeden Fall richtig gut, weil wir jetzt beide ein Gefühl dafür bekommen haben, wie diese Lage wirklich ist. Ich hatte im Büro ja dann schon angefangen, alles per Google Maps so nachzuschauen und habe das auch alles aufgeschrieben, immer die Entfernung zu den Ärzten oder den Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Und das war halt was ganz anderes, das mal wirklich abzulaufen und das alles so live zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr mal so einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen habt. Und ihr könnt mich ja mal wissen lassen, ob ihr sowas cool findet, ob ihr euch sowas öfters wünschen würdet. Ihr könnt gerne auch alles mal in der Infobox abchecken, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr über das Unternehmen informieren wollt oder euch irgendwie für eine Immobilie interessiert. Und dann bis zum nächsten Video.